Hier ist PC-Spiele, Tipps und Tricks mit Teil 13 der PowerStart-Videoreihe in Desert Order. Nachdem ich mit mir gestern nicht so zufrieden war, beschließe ich heute mal wieder etwas für mein Wachstum zu tun und mein Zentrum deutlich auszubauen. Als erstes gehe ich eine kleine Basis mit nur 8 Flux Level 1 an. Hier geht es vor allem darum, nicht den Gegnern solche einfache Beute zu überlassen. Ich gehe sofort mit Bredas und Halifax auf die Basis. Viele hätten vielleicht die Halifax weggelassen wegen des langen Nachladens. Doch mit weniger Power verliere ich mehr Bredas. Deren Ersatz dauert dann auch. Ich entscheide mich dann lieber für maximale Power von Anfang an. So wird das ein flotter Kampf von nicht einmal 90 Sekunden Dauer. Ab und an werfe ich einen Blick in den Osten der Karte. Die vor der Basis geparkten Bredas verheißen da nichts Gutes. Aber solange das nur eine einzige Gruppe ist, mache ich mir keine Sorgen und konzentriere mich weiter auf die Kartenmitte, wo ich mir die Nachbarbasis der zuvor eingenommenen Basis einverleibe. Nicht weit entfernt hat der Spieler Gesa eine ganz merkwürdige Basis. Einerseits hat er in Flux Level 3 investiert, andererseits hat er davon aber nur 4 Stück. Die muss man doch sofort einnehmen, bevor er aus den 4 Flux vielleicht 30 macht. Auch hier gebe ich wieder volle Power. Am Ende weiß ich, dass ich für 4 Flux Level 3 eine Minute länger brauche als gegen 8 Baby Flux. Nun hat Gesa da noch 2 weitere Basen. Eine davon hat 7 Flux Level 3 und die nehme ich mir als nächstes vor. Das Schöne bei solchen Angriffen auf direkte Nachbarn ist, dass ich meinen Karl direkt neben einer meiner eigenen Basen abstellen kann. Das reduziert das Risiko im Falle möglicher Störangriffe etwas und ich kann bereits bei laufendem Kampf Munition nachproduzieren. Um an einem einzigen Abend mehrere Basen in rascher Folge einzunehmen, muss ich mich etwas sputen. Da Gesa daneben auch noch eine schwache Basis hat, hole ich mir die natürlich auch gleich. 3 Babyflux sind eine Sache von wenigen Sekunden. Daran ändern auch die Bredas vor der Basis nichts. Die sind ein schnelles Opfer für meine T-34C. So ist dann das Zentrum wieder um 5 Basen verstärkt. Im Osten vermehren sich die Bredas vor der gegnerischen Basis. Das verheißt nichts Gutes. Die planen da doch nicht etwa etwas Schlimmes? Im Westen greift mich dann Ultimo an. Vom Volumen her ist das ein wirklich ernstzunehmender Angriff, der wohl zur Übernahme dieser Basis gereicht hätte. Ich schicke sofort etwas zur Abwehr. Nur habe ich da leider nicht wirklich viel. Aber es sollte reichen, um genug zu stören. Als erstes trifft eine Gruppe Nashörner ein. Was man leider überhaupt nicht sieht, sind aus einem Störsender der unteren Basis heraus feuernde Katyushas. Man sieht weder die feuernden Einheiten noch deren Geschosse. Ich sehe nur einfach, wie aus unerfindlichen Gründen meine Nashörner sterben. Die Katyushas stehen unterhalb des unteren Bildrandes vor einer Basis des Angreifers. Ganz schlecht für mich. Ich hatte mit Störfeuer aus dieser Richtung überhaupt nicht gerechnet und reagierte deshalb viel zu spät. Es wäre ja nicht schwierig gewesen, die Nashörner einfach deutlich weiter oben zu platzieren. Persönliches Pech oder Leichtsinn. Meine T-34C räumen dann unter den Bredas ganz gut auf. Doch dann schickt er Mauls. Und die versuche ich in das Flakfeuer meiner Basis zu locken. Leider verliere ich bei dieser Aktion zu viele meiner T-34C. Meine Skinks nutze ich nun noch, um seine Mauls zu Leichtsinn zu verleiten, was schließlich dann auch klappt. Schön, wenn man eine weitere Basis nahe der angegriffenen Basis hat. Halifax gegen Bodeneinheiten einzusetzen, ist immer ein Zeichen schierer Verzweiflung. Die Wirkung ist ganz mies, insbesondere wenn die Halifax keine Munition haben.
Es dauert unendlich lange, bis schließlich das letzte Mall durch die 4 Halifax zerstört ist. Doch auch Ultimo scheint am Ende seiner Kräfte und schickt Willis statt Breders. Mit diesen navigiert er etwas unbeholfen herum. Wahrscheinlich sucht er meine Bodeneinheiten. Von denen ist aber nur noch ein Skink übrig geblieben. Dann lässt er seine Willis beschießen, nur damit seine Karls aus der Ferne noch weiter feuern können. Aber das reicht nicht mehr. Meine Basis übersteht den Angriff mit 5 Flaks. Und schon die ganze Zeit während des Angriffs baue ich neue Flaks. Ich bringe meine Halifax mal weg, denn man weiß ja nie, ob er da nicht noch irgendwo Skinks laufen hat. Um das besser zu sehen, gönne ich meiner Basis mal einen Sichtturm, auch wenn das nicht wirklich viel bringt angesichts der großen gegnerischen Störsender. Da hat Ultimo richtig investiert. Von nun an läuft die Zeit für mich, denn je länger es bis zum nächsten Angriff dauert, desto mehr Flaks werde ich dann wieder haben. Vorsichtshalber halbiere ich bei der nächsten Flak dann mal die Bauzeit. Die 2 Gold müssen dann drin sein. Ultimo baut Bredas nach, ich baue T-34C nach. Ich denke, das Wettrüsten sollte ich wohl gewinnen. Vorsichtshalber schicke ich noch eine Gruppe Willis auf den Weg. Man weiß ja nie, was der Gegner vielleicht noch so alles aus dem Hut zaubern könnte. Doch die nachproduzierten Breders sind eine leere Drohung. Es bleibt an dieser Basis ruhig. In der Zwischenzeit hat er Rambo im Osten kräftig aufgerüstet. Die beiden Gruppen Breders haben sich heimlich vermehrt. Gut, dass mein Sichtturm das alles ausleuchtet. Vorsichtshalber schicke ich mal einen Zug dahin. Aber irgendwann muss ich wochentags auch mal ins Bett gehen und meine Basis auf sich allein gestellt zurücklassen. So logge ich um 23 Uhr aus. Wird meine Basis dort morgen noch mir gehören? Oder werde ich im Südosten herbe Verluste hinnehmen müssen? Das ist dann im nächsten Teil dieser kleinen Desert Order Power Start Reihe zu sehen. Am besten den Kanal sofort abonnieren und kein neues Video mehr verpassen.